Oh Junge, ich bin wirklich müde. Ich war gerade bei der Paketstation. Es ist der 22. März und da hole ich mir so ein Paket ab. Da denkt er natürlich, ja, ich weiß nicht, was er denkt. Auf jeden Fall muss ich lachen, als ich die Verpackung gesehen habe. Aber ich meine, ja, wenn es mitten im März schneit, da gehört Frau Holle sowieso zu Tode gefistet und da kommt das einem natürlich alles sehr weihnachtlich vor. So. Genau. Es wird ein neuer Merch erstellt von Tom Thomas. Da wird der Name geändert, da werden die Logos höchstwahrscheinlich geändert. Also ich weiß es nicht genau, was der da so kreiert. Aber auf jeden Fall, Alter, auf jeden Fall kommt ein neuer Merch. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Da gebe ich nochmal extra Bescheid. Deswegen könnt ihr, wenn ihr dann noch genug Taschengeld habt. Hey! Oh, Junge, ich sollte aufhören, um den heißen Mulm herumzureden und endlich mich auf die Fanbase zu konzentrieren. Was haben wir hier? Sex mit Affen. Geht durch den Darm. Honigdachs. Mutter, wir haben unser Geld verzockt. Honigdachs Sauron ist meine Oma. Ja, ich hätte jetzt, Junge, was ist denn das für ein Mensch? Ja, ich stelle mich dementsprechend schon mal auf den Inhalt dieser Fanpost ein. Was steht hier? Vorsichtig öffnen. Naja, nicht tief schneiden. Ich stehe auf Minderjährige. Irgendwas sagt mir, dass dieser Mann selbst minderjährig ist. Ach, ihr. Aber das ist schön, das ist wirklich schön. Also jetzt ernsthaft. Ich schlachte Orks und was? Ich schlachte Orks und Spinnen und reite Esel. Alter. Na gut, okay. Aber wirklich, also allein für die Verpackung hier, das versüßt mir wirklich den Morgen. Also. So. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht zum Messer greife, aber ich muss halt meine Handflächen bzw. meine Handmuskulatur trainieren und da ist sowas hier einfach noch perfekt. Hey Junge, jetzt nehme ich das Scheißmesser. Das gibt's doch nicht, Mann! Junge, diese Fanpost, Alter, versteht ihr nicht, dass ich mit einer Hand filmen muss? Perfekte Scheiße hier! Meine Güte! Liebstes Inkognito-Schwein, dies ist die Fanpost. Des schmutzigen Glücks in der Sexpuppe ist Geld enthalten. Was? Anbei liegt eine Zeichnung von Ihnen ohne Maske. Der Honigdachs ist das mutigste Tier der Welt. Er kämpft mit viel größeren Tieren und greift deren Geschlechtsteile. Der Honigdachs beißt Löwen die Eier ab. Der Honigdachs, verfickte Scheiße, ich habe gerade eine Eingebung, alles klar, also du hast, ja, du wirst schon sehen, wir versichern absolute Unversehrtheit der Puppe, was, Junge, was geht denn ab? Moment, ich muss noch kurz die Kamera wegschwenken. Ich muss gucken, ob das wirklich ich bin. Also, das bin auf keinen Fall ich, aber das ist wirklich eine wunderschöne Zeichnung. Alter. Ich habe gedacht, die Fanpost wird jetzt der reinste Schmutz, aber das ist wirklich krass. Das werde ich mir natürlich jetzt irgendwo hinhängen dann. Junge. Das ist ja krass. Guten Pfandflaschen. Junge, die guten Red Bull Dosen. Ich trinke natürlich keinen Red Bull, weil mir viele Fußballfans gesagt haben, ich soll das nicht saufen. Aber das Zeug ist sowieso verdammt süß. Und da haue ich mir lieber so einen Trainingsbooster rein, der wirklich knallt.
bis man nicht mehr schlafen kann oder jede Menge Kaffee. Okay, so, ich traue mich nicht, diese scheiß Sexpuppe jetzt anzufassen, ganz ehrlich. Ich will nie wissen, was hier drin ist. Alter! Ist das hier so eine Atemmaske, die bei Flugzeugen so dann runterhängt, wenn es irgendwie mal rungst und knallt? Oh! Oder ist das Kondom für Elias sein Gemächt? Ich weiß es echt nicht. Heilige Scheiße! Na gut, das Ding ist jetzt nicht feucht, oder? Oh, warum fasse ich das denn an? Ich bin da auch nicht ganz sauber, so eine Scheiße hier immer zu öffnen. Okay. Die wird zuletzt geöffnet. Ich gucke erstmal. Gut, hier die Sektgläser. Ich traue den auch nicht wirklich über den Weg, aber meinen Gästen kann ich so anbieten. Ist ja scheißegal, was da hier alles schon so drin gelandet ist. Ein Schlüsselbund. Meistens in den Fanposts ist wirklich so ein scheiß Schlüsselbund drin. Entweder sind die kaputt oder die sind einfach nur da. Also ich weiß nicht, ist das irgendwie so ein Klassiker unter euch? Ihr kennt euch ja alle nie untereinander, aber wirklich viele der Fanposts haben eben diesen scheiß Schlüsselanhänger drin. Oder eben 10 oder ich weiß nicht, das habe ich auch schon alles erlebt. Hier ist Geld drinne. Hier ist Geld in... Okay, was steht hier? Wir versichern absolute Reinheit, Unversehrtheit und keine Rückstände von Körperflüssigkeiten. Alter, ich weiß nicht, ich traue den Worten überhaupt nicht über den Weg. Ich werde mich natürlich dann danach gründlich reinigen mit Honig. So, was steht's hier? Fistus. Moment, ich muss mal kurz hier Pause machen. Ich öffne jetzt einfach die Puppe. Alter. Die haben in dieses Loch und in das Genitalloch Geld gebunkert, dass ich mir jetzt hier rausfischen darf. Das ist absolut wundervoll. Es ist absolut geil und es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als ob die jetzt wirklich da... Die haben 100 Pro diese scheiß Sexpuppe gerade benutzt. Aber ich werde natürlich... Oh nee, ich kriege hier gerade echt eine Meise. Junge hier... Ach, das... Nee! Ah! Junge! Das ist doch krank! Alter, wer kommt denn auf so eine Idee? Die müssen ja... Nee. Ich sollte einfach nicht mehr reden, sondern mich darauf konzentrieren, jeden einzelnen Cent aus diesem Loch rauszufischen. Ey, nee, gut, das Video wird wieder unterbrochen. Ich hab die jetzt aufgeschnitten, es ist mir scheißegal. Ich krieg das Geld dort nicht rausgefischt. Ich hab die jetzt aufgeschnitten, damit ich das hier gemütlich rausholen kann. Das ist doch krank. Wie, na klar, das Geld geht ja leicht rein, aber... Alter! Die Sexpuppe! Alter! Wenn die in der Sparkasse immer wissen, wenn ich dort dieses Kleingeld abgebe, wenn die da wissen, wo das herkommt, es kommt aus einer Sexpuppe, das glaubt mir doch kein Schwein. Das ist einfach nur wundervoll. Wie viel ist denn hier drinne? Aber das ist ja hier, das ist ja nur der Unterleib. Beziehungsweise die Gebärmutter, wo ich gerade das Geld raushole. Der Kopf ist noch nie aufgeschnitten. Oh, was ist denn hier los? Ach, Junge! Der hier ist über. Was ist denn hier los? Guckt euch die Scheiße an! Junge! Oh, das macht mich irre, Alter! So, Video wird wieder unterbrochen. Junge. Ich habe jetzt hier diesen Scheißkopf abgetrennt. Nee.